Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Redstone Tower. Yeah! Episode 21 müsste das sein. Yes! In der letzten Folge haben wir das ganze Zeug hier oben gebaut. Und jetzt kommt hier eine Tür rein. Folge zu Ende. Wir haben es geschafft. Leute, das war's in dieser Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Nee, Quatsch. Natürlich ist es noch nicht vorbei. Diese Tür hier führt nämlich in den Raum hier hinten. Und hier wird jetzt eine Treppe hochgehen in den Admin-Bereich. Das bedeutet, ich werde mir mal ganz kurz hier ein paar Schilder schnappen. Beziehungsweise, ich mache mal ganz kurz Folgendes. Ich öffne ganz kurz Google. So, jetzt seht ihr nichts. Einen kleinen Moment. Moment. So. Und dann mache ich einmal ganz kurz. Die Webcam ist schon wieder runtergerutscht, ne? Richtig doof. So. Jetzt sehen wir meine Haare nicht mehr. Egal. Fensteraufnahme, kaum für Spielaufnahme. Yeah. Das, meine Freunde, ist MinecraftTools.en oder so ähnlich. Wir brauchen einmal den, wo ist er? Das Sign-Generator. So, wir machen mal ganz kurz ein Schild, wo drauf steht, so, Admin-Bereich. Ich mach mal Admin. So, kein. Nicht wundern. Da kommt noch was. So, okay. Das hier wird fett und wird rot. Ja. Nee, das hier muss rot. Das hier muss rot. Und das hier muss dunkelgrün. Nein. Blau. Ja. Okay. Pure Design. Das passt. Okay, dann nehmen wir uns mal diesen Command und es ist kein Command-Block, es ist nur ein Command, nicht so schlimm. Ja, der ist zu lang. Dann brauche ich mal ganz kurz einen Command-Block. Ach, ihr seht das schon wieder nicht, ne? Ich bin auch der schlauste einer. So, ich habe mir gerade einen Command-Block gegeben. Was? Command-Block? Ich bring dich um. Nee, ist nur dazu da, um mir ganz kurz dieses Schild hier zu geben. Admin, kein. So. Jetzt brauche ich nochmal ein Schild, wo steht. Hallo? Ach nee, das ist Preview Design. Ich muss das hier oben schreiben. Zutritt. Bereich. So, und da brauche ich nochmal einen Command. Der ist wahrscheinlich auch zu lang, ne? Gehe ich einfach mal stark davon aus, deshalb füge ich den auch mal hier ein. So, Needs Redstone, Always Active, Dankeschön. Das müsste jetzt der hier sein. Perfekt. So, Admin-Bereich, kein Zutritt. Farbige Schilder in Minecraft, eine sehr tolle Sache. Und der Command-Block kommt wieder weg. So, jetzt machen wir hier eine Item-Überprüfung hin. Denn wir haben hier unten sehr, sehr viel Platz. Und dieser Platz soll natürlich auch genutzt werden. Beispielsweise für eine Item-Überprüfung. Dann würde ich prinzipiell die Wand hier drin hier tatsächlich schon enden lassen, damit wir hier unten Platz für den Überprüfungsmechanismus. Was ist das denn? Hä? Close Menu? Was ist das denn? Wie habe ich das gerade gemacht? Lol. Egal. Minecraft ist ein Rätsel. Ich mache das mal hier aus Zyan, weil ich habe gesagt, ich mache das aus Zyan. Dankeschön. Jetzt brauchen wir Hopper, Dropper, Repeater, das hier, Redstone und das war's, glaube ich. Ja. Okay. Hier brauchen wir das hier. Zack, zack, zack und zack und zack und zack. Der Basic Item Überprüfungsmechanismus solltet ihr kennen. Ein Repeater an dieser Stelle, ein Farkel an dieser Stelle, ein Comparator an dieser Stelle. Hopper zeigt da rein. Hopper zeigt in diese Richtung.
Item soll an welcher Stelle wieder ausgegeben werden? Am besten an dieser Stelle, ne? Dann mache ich einmal ganz kurz den hier. Und dann einmal den hier. So. Okay, jetzt. Wenn Items in diesem Dropper drin sind, dann soll da bitte mal was passieren. Und zwar so. Nein. Moment, das mache ich anders. Das mache ich so und das mache ich so. Und dann können wir an dieser Stelle einmal den hier machen. Dieser Stelle den hier. Nein, hier muss direkt ein Repeater hin. Dann machen wir es. Ne, es geht auch nicht, ne? Ja, wie machen wir das jetzt? Dann mache ich das doch anders. Dann mache ich das doch hier hin. Ich meine, wir haben hier Platz genug, von daher, ich muss jetzt nicht so mit dem Platz geizen. Ah, so nicht, sondern so und einmal so. Und ja, komm, wird sowieso hässlich. So, so und so. Perfekt. Und dann einmal so. Ja, das sollte meines Erachtens nach passen, wenn wir hier ein Item einwerfen. Ja. Wenn wir hier ein Item einwerfen, dann kommt das hier oben an. Sehr gut. Dankeschön. Okay, jetzt wollen wir aber die Mastercard. Ja, toll. Wo war die nochmal? Ich glaube, die war irgendwo hier unten. Alter, der Red Tower ist so riesig, ne? Nice. Was ist das hier? Nachtschutz? Nein, hier hinten steht eine Kiste. Ich hoffe einfach mal, da ist das drin. Ja, es ist das drin, was ich haben möchte. Dann einmal bitte Master Key in die Hand genommen. Dann fliegen wir mal ganz schnell hoch. So. Und richten einmal diesen Itemfilter ein. Indem wir den hier machen. Dann. Nein. So. Okay, warten wir mal ganz kurz. Perfekt. Wo sind die jetzt alle hin? Ach nee, wegen dem. Ach, laber nicht, oder? Ich glaube, dieser Dropper bepowert sich gerade nicht, weil dieses Redstone hier, den die ganze Zeit durchgängig bepowert. Ja, leck mich doch. Ach Mann, jetzt habe ich das alles schon wieder umbauen. Also ich glaube zumindest, dass es daran liegt. Wäre jetzt auf jeden Fall meine erste Theorie. Kann ich das Item auch an dieser Stelle ausgeben? Kann ich, wäre unschön. Mei, aber. Gut, dann wird das Item halt an dieser Stelle ausgegeben. Ist jetzt prinzipiell auch nicht der Weltuntergang. Aber wir müssen aber mit den Hoppern aufpassen, ne? Ja, wir müssen mit den Hoppern aufpassen. Die Hopper müssen von hier hinten kommen. Sehe ich das richtig? Ja, ich glaube schon. Okay, dann müssen wir es mit. Dann müssen wir es alles sowieso anders bauen. Dann. Kann ich das so machen? So machen? Ja. Hallo? Ja, toll. Oh Gott, wie schwer kann es sein, so einen scheiß Block zu platzieren? Ich reiß die Decke ein. So. Ich habe einen Screenshot gemacht, verdammt. Ich reiß erstmal den Boden raus. Sonst kann man hier nicht arbeiten. Geht das? Wenn ich den jetzt invertiere. Das geht. Sehr gut. Dann muss ich jetzt irgendwie. Am besten so. Nee. Es muss schon so sein. An dieser Stelle muss ein Redstone Torch.
Das Ganze muss am besten aber auch nochmal invertiert werden, weil wir ansonsten ein paar Probleme bekommen. Das machen wir einfach so und einfach so. Das hat funktioniert, würde ich sagen. Okay. Du bist immer noch ready? Hä? Was? Bin ich doof? Ach nee, das support jetzt auch das. Ach komm. Ach Mann. Hä, warum ist hier kein Redstone? Hä? Alter! Was soll diese Kacke? Wahrscheinlich hätte es jetzt vorhin funktioniert. Ich baue das jetzt nicht nochmal um. Oh Mann, so viel Ärger wegen so einer bescheuerten Minischaltung hier. Shit. Und sie haben natürlich die Hopper genauso verlegt, dass ich jetzt wahrscheinlich die Tür nicht mehr ansteuern kann, ne? Ja, ich kenne mich doch, Alter. Boah. Richtig hart am Ausrasten. Das heißt, die Hopper werde ich nochmal anders verlegen müssen. Erstmal Tür ansteuern. Wie mache ich das? Wo sind die Türen? Da sind die Türen. Einmal hier und einmal da. Das kann ich nicht machen, weil. Boah. Kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht so schwierig sein, so eine bescheuerte Schaltung hier zu bekommen. So. Zack und zack. Und wenn du an dieser Stelle hier ein Output gibst, es geht nicht. Wenn du an dieser Stelle ein Output gibst, dann möchte ich bitte, dass sich das hier alles einmal brav aktiviert. So. Das geht nicht. Wie Peter. Dankeschön. Wodurch wird das jetzt angesteuert? Dadurch. Das kann ich verbinden. So, so und so und so. Moah, Alter, was für eine Kacke. Entschuldigung. Aber es stimmt halt wirklich. So. Hopper. Wie können wir jetzt die Hopper verlegen? Die müssen wir von hinten rum. So, da macht das auch keinen Ärger. Ich habe das jetzt gerade schon wieder kaputt gemacht. Nein, hier kommt noch einer rein. So, Alter. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann drehe ich echt sowas von durch. Cyanwolle nimmt er nicht. Master Key. Ich habe vergessen, Kondensator 1. Alter. Mann, wenn man sich aufregt, dann geht echt alles nur schief. Boah. Rage Quit. Gleich ernsthaft. So. Nimmt er das jetzt? Hat er mir das eigentlich ausgespuckt? Hat er. Gut, dann funktioniert das immerhin schon mal. Danke. Danke. Das kann schneller gehen. Ach, egal. So, Leute. Wir haben diese eigentlich verdammt einfache Schaltung in auch nur 16 Minuten hinbekommen. Alter, ich fühle mich so scheiße, ne? Entschuldigung. Zum 50. Mal. Hallo? Bitte Admin. Wie hieß das Ding? Bitte Master Key. Vorlegen.
So, geht doch. Alter. Das hätte auch einfacher gehen können, Leute. So. Okay. Dann haben wir das hier zumindest schon mal. Und jetzt können wir hier das abschließen. Boah. Was für eine komplette Scheiße. Entschuldigung. Zum letzten Mal. Okay. Hier können wir vielleicht Trapdoors dran setzen. Dann sieht das ein bisschen hübscher aus. Ja. Gefällt mir. Okay. Jetzt kommt man hier mit Hilfe dieser Mastercard rein. Diesen Master Key. Und jetzt soll es hier eine Treppe hochgehen. Am besten aus Quarz, weil Quarz ist edel. So, dann machen wir einmal den hier. Und dann geht es jetzt hier so eine Treppe hoch. Das würde ich aber nicht mehr in dieser Folge machen, weil ich muss jetzt echt eine Aufnahmepause machen. Ich drehe hier echt am Rad. Es ist so traurig, dass ich so eine einfache Schaltung, die eigentlich wirklich total einfach ist, nicht hinbekomme. Aber was willst du machen? Redstone Crash Course für G-Trainet Gaming. Ich melde mich an. Okay. Dann machen wir einmal noch den hier und den hier und den hier. So. Okay. Wir müssen auch mal gucken, dass es von dieser Seite einigermaßen gut aussieht. Klar, man wird sehen, dass es hier eine Treppe ist, aber wir können zum Beispiel diese Grütze hier verstecken. Und theoretisch können wir an dieser Stelle irgendwie eine Redstone-Lampe einbauen. Ich meine, so, why not? Einfach, ja. Da ist eine Redstone-Lampe. Schaut sie euch an. Okay. Ja, das war's zu dieser Folge des aus dem Redstone Tower. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Das müsste dann Folge 22 sein. Ja, mal sehen, was wir dann machen. Vermutlich werden wir weiter hier dran bauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und gerne auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bis dann. Ciao.